Oh, ich muss wieder arbeiten. Habt ihr jemals in eurem Leben so viel Schimmel gesehen? Es ist mir so peinlich. Was geht, Leute? Willkommen zu diesem kleinen spontanen Vlog. Jody ist auch da. Es ist etwas Ekliges passiert, etwas krank widerliches. Achso, ich dachte, das war ein Stichwort, sorry. Nein, Paluten ist nicht passiert, Thomas, alles in Ordnung. Oh, guck mal, wie er ist. Die Arme, Alter. Warte. Nee, alles gut. Ich habe Palle zu Hilfe gerufen, Leute, denn wir waren eine Zeit lang unterwegs, Musik, Videodreh und sowas, und dann kamen wir wieder und jemand hat sich an meinem Kaffeekühlschrank bedient. Hat einen offenen Kaffee in den Kühlschrank gelegt, der Kühlschrank wurde dann von irgendwem ausgesteckt und dieser Kühlschrank ist jetzt, also wir reden hier von, was tust du da? Was hast du da gepostet? Palle Sky. Scheiße, alter Mann. Ihr habt noch nie sowas ekelhaft gesehen, Leute, die jetzt vielleicht zart beseitigt sind und eventuell von sowas kotzen müssen, so wie ich. Immer noch von mir? Nee, wir reden von dem Kühlschrank. Achso. Oh. Die sollten sich jetzt vielleicht entscheiden, das Video abzuschalten. Alle anderen, die geil auf Ekel sind, die können gerne dranbleiben, das machen wir mir eh gewöhnt. So, Palle. Ja? Darf ich kurz eine Frage stellen? Warum du jetzt hier bist? Ich bin ja gar nicht so oft bei dir in den Videos. Bei mir? Warum muss ich das heute sein? Zieh erstmal dein Overall an, Alter. Dann muss ich meinen Rucksack ablegen. Das kann ich nicht. Du bist immer mit Rucksack unterwegs. Ja. Alter, ist der nicht verwachsen an deinem Rücken? Ja, ja. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Also Leute, nochmal. Ihr meint jetzt sicher, dass wir es übertreiben, aber glaubt mir, ihr habt noch nie in eurem ganzen Leben sowas gesehen. Thomas hat dieses Ding gesehen und hat panisch den Raum verlassen, hat den Kühlschrank einfach in Denas Zimmer abgestellt. Gerade verschimmelt Denas Zimmer, wirklich. Also Denas Zimmer verschimmelt gerade einfach. Aber da Felix ja nicht mehr da ist, ist das eh egal. Palle, Alter, was machst du denn da? Das ist falsch, Junge. Ich glaub, der ist kaputt. Nein, der ist nicht kaputt. Du hast ihn falsch rum angezogen. Palle! Ich bin Geist. Vielleicht hätte ich mir doch jemanden. Ich bin der Schimmelgeist. Ich hätte mir einen Profi suchen sollen, Alter. Da bin ich. Oder bin ich wieder weg? Da bin ich. Oder bin ich wieder weg? Okay. Warte doch! Ich habe lange mit mir gehadert, Leute, ob ich dieses Video überhaupt machen soll. Aber ich bin der Meinung, dass ihr mitbekommen sollt, wenn sich solche weltbelegenden Dinge hier im UFO ereignissen. So. Ereignissen tun sie sich. Thomas, gut, dass es draußen keine Kinder gerade gab, müssen die Nachbarn nicht wieder dumm gucken. Jetzt brauchen wir Handschuhe und irgendwas, diesen Gestank nicht in meinen Mund kommen zu lassen. Also nochmal, bis ihr es nicht gesehen habt, werdet ihr es nicht glauben. Aber wenn ihr es seht, werdet ihr denken, was seid ihr für widerliche Menschen? Und ich schäme mich einfach dafür. Nein, sag mir nicht, wir haben keine Handschuhe, Alter. Oh nein, komm schon, Digga. Hallo? Da ist das. Ah, perfekt. So, blau. Thomas, wie konntest du weit kommen? Also er hat gesagt, er kümmert sich drum. Und da dachte ich mir natürlich, ja gut, ich bin fein raus, ne? Ja. Hallo! Okay, Palle, komm, zieh die Handschuhe an. Jetzt epische Musik. Ein großer Marshmallow, ich wollte schon immer mal ein Marshmallow sein. Ja? Sieht auch echt zum Vernaschen süß aus. Abgesehen davon, dass du das Ding komplett falsch rum anhast, weil die Naht ist eigentlich nach außen überlappend. Ich meine, guck mal hier. Bin ich eigentlich echt stolz auf dich, dass du es geschafft hast, in den Anzug reinzuklettern. Dicken Respekt. Da sind Handschuhe, bedien dich. Dann brauchen wir Putzlappen, Wasser und vor allen Dingen brauchen wir irgendetwas, um diesen Gestank aus der Nase zu bekommen. Denn ich hab sowas noch nicht gesehen. Das ist. Du siehst aus wie so ein Spermium gerade. Ich bin ein Spermium, Alter. Ich bin ein Spermium, was jetzt tief in die Schimmelmaterie eindringt. Dieser Lappen wird danach verbrannt. So wie du auch? So wie ich mich wahrscheinlich selber danach auch verbrannt werde. Das Schöne ist, dass ich gleich. Ja. Meine Handschuhe sind kaputt. Die funktionieren einfach nicht. Mist. Was ist mit diesem Finger passiert? Ja, das sind jetzt zwei. Palle, du hast gesagt, du bist ein Profi, Alter! Ich hab gar nichts gesagt. Ja, das passt schon, oder? Wasser, der Schwamm hier kann danach auch weggeworfen werden. Okay, Palle. Wir haben da extra eine Plane hingelegt, weil das Ding wirklich sonst durchsifft. Da ist der besagte Kühlschrank. Und wenn das Fenster durchgehend auf gewesen wäre, hätte sich dieser Schimmel im ganzen Raum und schließlich im UFO verteilt. Oh, mach den doch nicht auf. Oh! Es ist doch schon so spät, Regi. Palle, du musst hier bleiben. Der Sandmann kommt jetzt. Oh, ich muss wieder arbeiten. Habt ihr jemals in eurem Leben so viel Schimmel gesehen? Es ist mir so peinlich. Palle, hol mal bitte vorne den Müllbeutel. Und wir wagen uns erstmal dran, Stück für Stück das Ding auszuräumen. Da ist der besagte. Boah! Wieso hab ich gerochen? Kann ich von hier aus filmen? Nein. Warum nicht? Boah, fuck. Oh mein Gott, ist das eklig. Oh mein Gott, ist das widerlich, okay. Ich muss ja die Nase zukleben. Oh, ich riech Kleber. Nein, du drückst dich jetzt nicht hier von der Arbeit. Aua! Fein! Komm rein, die Palle! Aua! Aua! Okay, komm, Palle, guck mal rein. Okay. Das ist eben schon irgendwie, Mann.
Das also, ist echt widerlich. Wir müssen jetzt erstmal. Alter. Das ist nichts gegen unsere Wohnung im YouTube-Haus. Die war immer schön picobello. Okay, du musst den Müllsack halten, Alter. Und ich schmeiß den ganzen Kühlschrank einfach da rein. Okay. Boah, was da alles am Boden ist. Was ist denn da passiert? Das ist gefrorener Schimmel, Alter. Die ist knusprig. Probier mal. Für wie viel Euro würdest du da einmal abreißen? Never ever. Boah, das sippt. Das sippt, Alter. Meine Hand berührt. Okay. Wenn er ausgeräumt ist, Alter, können wir euch mal das ganze Ausmaß zeigen. Was ich eben noch sagen wollte. Ja. Was denken die Nachbarn eigentlich von uns? Ach, die. Nein! Der geile Gestank muss drin bleiben, Alter. Okay, Leute, also, hier kann man sich jetzt wirklich ein Abbild des Schreckens machen. Das ist so krank. Es ist einfach nur absolut widerlich. Ich weiß auch nicht, wie sowas passieren kann, wirklich nicht. Wir waren nur kurz weg und dann... Okay, den Müllsack versiegeln wir jetzt schon mal. Wir tun einfach so, als wäre der gar nicht da. Das haben wir schon versucht eine Woche lang, aber es hat nicht geklappt. Er ist immer noch da. Der Gestank zieht doch irgendwann aufs UFO, weißt du? Okay. Was hast du jetzt vor? Ich wollte immer mal eine Wäsche gut haben. Okay, wieder doch. Halle? Ja? Ich bin froh, dich auf meiner Seite zu haben. Ja. Reich mir meine Arbeitsutensilien. Schimmel dich einfach abknuspern. Man ist ja... Oh Gott, das qualmt. Hast du es gesehen? Ja, das qualmt, weil das halt einfach Schimmelsporen sind. Ist es gesund? Ist ja ein Pilz, ne? Die werden sich einfach schön in deiner Lunge ablagern. Also da tut sich nichts. Palle? Palle? Er hat gesagt, er ist ein Profi. Ist ja Gott verdammte Lügner. Boah, es riecht so gut. Ich kotz gleich, Alter. Thomas, wir brauchen sowas wie einen Kratzer oder so. Palle, hol mal einen Kratzer. Wir brauchen einen Kratzer. Hast du einen Kratzer? Was für einen Kratzer? Ja, einen Schimmelkratzer. Den guten. Du bräuchtest ihn aus deinem Auto, könntest du sagen. Boah, oh, fuck. Okay. Fass mich nicht an, Alter. Oh, Scheiße, Alter. Oh. Ich weiß wirklich nicht, Palle, ob dieser Kühler nicht einfach rück ist. Oh, warte mal. Ich bin Inspektor Gadget. Boah, Alter. Da ich dachte ganz kurzzeitig, dass du ein bisschen übertreiben würdest, aber hier stinkt es wirklich ekelhaft. Ey, den musst du einfach mal... Da kannst du doch nie wieder was anderes reintun, oder? Ich würde da nie wieder was anderes reintun. Ja, ist er doch RIP. Ich weiß es nicht. Also du könntest da mit richtigen Putzmitteln mal rangehen. Also so einer, der alles zerstört. Boah, ich geh mal hier weg. Das ist echt nasty. Ich bring dich zusammen. Wir helfen dir. Haben wir nicht irgendeinen ganz krassen, aggressiven Sprühreiniger? Irgendwas richtig Böses, Alter, was man da reinsprühen kann. Antibakteriell. Oi. Das ist es, Alter. Weiche, Schimmel, weiche! Beiseite, beiseite! Jetzt stinkt es zum Beispiel gar nicht mehr so. Es sieht nur noch ekliger aus als vorher. Das sieht richtig widerlich aus. Glaubst du, das reicht? Nee. Ich glaube auch nicht. Mach auf, mach einfach auf und kipp rein. Ja, moin. Alter, das qualmt aber da hinten so, ne? Ich möchte auch mal. Du hast deine Schutzrüstung nicht anfallen, du wirst kontaminiert. Nein, ich bin eine Maschine. Hey, pass auf. Nicht mich ansprühen. Ich würde einfach ein bisschen anwalten lassen. Jetzt Leute, wir lassen es jetzt einfach mal... Ja, wir lassen es jetzt einfach mal über Nacht. Was hältst du davon? Wir lassen jetzt einfach das drin und dann vergessen wir es wieder. Nee, wir lassen es jetzt einfach mal echt über Nacht einweichen. Und dann gucken wir uns das Ganze später nochmal an. Morgen oder so gibt es dann auf Twitter bei mir ein Update. Ich wollte euch einfach nur gezeigt haben, wie katastrophal ein ausgeschütteter Kaffee von meinem Kollegen sein kann. Wir waren so haarscharf, Palle, das UFO zu verlieren, ne? Ich untertreibe nicht. Wirklich, der Gestank ist das Widerlichste, was ich in meinem ganzen Leben gebrochen habe. Und damit will ich jetzt keiner mit dem Hintern ab, wa? Hoffentlich nicht. Und ich stand tatsächlich mal 2 Stunden lang in der Schlange in einem Burger King in den USA. Also ich weiß, wovon ich rede. Also ich weiß nicht, Leute, ob wir diesen Kühlschrank jemals wieder retten und reanimieren können. Es wäre mir eine Freude. Wir lassen das alles mal so hier stehen über Nacht. Lass das schön einweichen. Und dann gibt es morgen nochmal ein kleines Update von mir. Es tut mir leid, dass ich diesen widerlichen Vlog jetzt mit euch teilen musste. Aber ich dachte mir, es wäre doch schade, wenn man das einfach nicht für Klicks ausnutzt. Palle, ja. Deine Meinung zu dem Ganzen? Haben wir das Zeug bekommen? Ich hab Hunger. Jetzt noch. Ich weiß nicht, wie der Typ danach essen kann. Leute, schaut auf jeden Fall bei Palle vorbei. Das ist von diesem wunderschönen Video. Ich schwitze gerade zu Tode. Er ist einfach im gleichen Raum. Ich verstehe nicht. Ihm ist einfach alles egal. Deshalb habe ich ihn rangeholt. Macht's gut. Auf bald. Haut rein. Ciao.